Willkommen in einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Ich denke da immer an Reis. Rise of the Tomb Raider. Und guck mal, hier Das haben sind wir die Blumen. wunderbare Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Ja, einsammeln. Samenkapseln gesammelt, okay. Ja, mach auf. Da ist ein Schatz drin. MP-Komponente! Oh mein Gott, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es ist sicher cool. Steigen Sie auf das Kupferwerk, um den Mineneingang zu erreichen. Nein, ich will erst Baba Yaga machen. Mülltonne. Oh, noch mehr Blumen. Guck mal. Das Lara, Gift. das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragung mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Da Ist hängen das normal für dich, Lara? Leute. Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Ach, ich muss noch Baba Jagerzeug einsammeln. So, die jagen hier meine Verbündete, meine temporäre Verbündete. Das wollen wir nicht. Oh, guck mal, hier liegt überall Zeug rum. Ist das praktisch. So, wir brauchen die nächsten Blumen. Anscheinend. Da vorne. Okay, da leuchtet es lila, da leuchtet es lila. Überall leuchtet es lila. Ja, du schon wieder, Mann. Da ist schon wieder dieser Wolf, der böse. Der seine Wolffreunde ist. Oh, anscheinend muss ich da rein. Oh, guck mal, da ist ein totes Tier. Ich habe das nicht getötet. Ich muss hier rein, oder was? Ja, nee. In dein Gesicht. Oder in dein Po. Wie auch immer. Da ist noch. Da sind auf jeden Fall noch Blumen. Komm schon, nimm dir die Blumen. Nimm sie dir. Dann können wir Baba Yaga fertig machen. So, und wir holen uns noch ein paar Wolfszähne. Und da sind die letzten Blumen. Ist das zu fassen? Fertig. Beschaffen sich. Oh Gott, Hirschleber. Da muss ich ja doch noch Tiere töten hier. Okay. Hätte ich vorher gesehen, dass ich noch Hirschleber brauche, dann hätte ich mal ein paar Hirsche noch erlegt. Deshalb sind da so viele und deshalb laufen die mir alle hinterher, weil ich welche töten muss. Alter, hopp. Wollen wir mal gucken, ob die eine noch da ist? Bist du noch im Schrank? Nein, sie ist weg. Wohin ist sie denn gegangen? Da lang? Da lang? Da ist zumindest die Blutspur und hier hört sie auf. Also, sie hat sich in Luft aufgelöst. Interessant. Okay. Ich brauche Hirsche. Ich brauche Hirsche. Da vorne waren doch irgendwo welche. Jetzt, wo ich welche brauche, sind keine mehr da. Das ist so typisch. So typisch. Nee, Hase, dich brauche ich nicht. So. Hirschleber. Ach, das sind auch wieder nur Hasen. Okay. Ich muss irgendwo hoch. Ich gehe hier irgendwo hoch. Okay, hier schon. Wo sind sie? Ha! Nummer eins, ich brauche noch einen.
Egal. Ich geh mir schon mal holen. Aua. Ach da. Ja. Ich habe eine Hirschleber rausgerissen aus dem Körper des Hirsches. Mit bloßen Händen. Alter, nein! Wieso? Lauf doch nicht weg, kleine Maid. Hallo, ich hab den seinen Popo getroffen. Und er läuft weiter. Ich fass es nicht, okay. Tut mir leid, oh mein Gott, der guckt so lieb. Oh mein Gott. So. Nummer 2, okay. Diese Chemikalie aus Großmutters Notizen. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es die... Ups, jetzt habe ich die unterbrochen. Aber... Die Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Okay, jetzt müssen wir zu demselben Ort, wo auch unsere Hauptquest hinführt, glaube ich. Aber ich wollte erst nochmal hier was gucken. Nein, hier war ich doch schon. Hä? Diu. Ah nee, da wollte ich hin. Guck mal, kann ich das nicht? Truhe. Da ist... Ah nee, wenn es grau ist, dann... Hab ich es noch nicht entdeckt. Das heißt, da ist noch eine Truhe. Oder? Aber die habe ich doch schon entdeckt. Also wenn es grau ist, habe ich es vielleicht doch schon entdeckt. Ach, deshalb konnte ich die Karte vorhin nicht finden. Okay, wenn es weiß ist, habe ich es noch nicht entdeckt. Ah, Höhle ist da auch irgendwo. Ja, stimmt, da kam ja auch immer so, wie heißt das, Bonusgrab oder so? Au. Okay. Weiter geht's, das darf uns nicht stören. Genau, hier ist nämlich irgendwo ein optionales, das da, eine optionale Höhle. Da meinen die da? Ah, guck mal, da unten drunter ist was, aber wie... Oh, okay, ich verstehe. Ah, okay, ich glaube, das geht nicht mit einem Pfeil. So intelligent. Ich habe was gefunden. Au. Ins Dunkel. Herausforderungsgrab gefunden. Okay, okay, okay. Wir rutschen jetzt hier runter. Und es passiert nichts. Hui. Zum Glück hab ich Licht dabei. Und noch mehr Eisen. Wunderbar. Okay, lass los. Lara, lass los. Oh, guck mal, hier ist ein kleines Lagerlein. Vielleicht wohnt hier noch jemand. Wer weiß, da ist eine verschüttete Leiter. Habe ich da gerade was gesehen? Was Unheimliches? Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Wer weiß. Ich sammle erstmal Erz. Denn Erz ist der beste Freund des Menschen. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Oh, Griechisch, Level 3. Sprachkenntnis erhöht. Ah, ich wünschte, dass wir da auch in der Schule kommen, wenn man so einen Test geschrieben hat und dann Sprachkenntnis erhöht. Sie haben jetzt Stufe 3 erreicht. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Oh, hier ist doch noch was. Schon wieder Erz.
Puff, 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 puff. So, jetzt ist aber nichts mehr hier und wir können hier weitergehen. Guck mal. Unheimlich. Unheimlich. Darf ich jetzt runterspringen? Okay. Unbekanntes Gebiet. Oh Gott. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Und eine Kiste. Was ist da drin? Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Wunderschön. Und auf der anderen Seite? Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Okay. Der Prophet. Er lebt. Oh, wir gehen... Nein, ich spring da jetzt nicht runter. Moment, so. Bam. Wir klettern nämlich hier rum. Ich wäre da fast runtergesprungen, aber nein, 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 nein. Nicht mit mir. So, jetzt muss ich da irgendwie rüber. Oh Gott, 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 oh Gott. Kann ich da weiter hoch oder soll ich runter? Nee, runter. Oh, komm, ein wunderschöner Wasserfall. Ist der nicht wunderschön? Oh mein Gott. Ups. Da war ein wunderschöner Wasserfall. Ich dachte, das sah gar nicht so tief aus. Ich dachte, ich muss mich jetzt fallen lassen. Ja, war nicht so. Aber hier. Hier lasse ich mich so fallen und dann... Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Ja. Ganz schön viel Wasser. Komm, nochmal. Sie ist mittendrin. Ich will doch nicht. Okay. Hopp. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Okay, und hopp. Jetzt satt. Okay. Hör auf rumzunuben, Mitsu. Mach's richtig. Lauf. Guck mal, das sieht doch gar nicht so hoch aus da. Aber... Toll, ich bin hier runtergerutscht. Oh, guck mal, eine schöne Kiste. Die goldene Ikone des Propheten. Ah. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Wunderschön. Steht da noch was drauf? Nope. Okay, da gibt's ein unten. Oh Gott, ich dachte eben, das wäre ein Tintenfisch. Ich mag keine Tintenfische. Tintenfische. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Okay. Wenn ich da drauf gehe, dann passiert was? Und los geht's. C fallen lassen? Da? Wirklich? Oh Gott. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich soll mich da einfach... Okay. Ha, hu, ha, hu. Okay, wir haben es geschafft. War doch gar nicht mal so... Münzen! Schwer! Okay, da kann man dann wieder hoch. Denke ich mal. Oh, oder auch nicht. Achso, nee, da. Aber ich muss nicht wieder hoch. Das heißt, ich gehe jetzt doch nicht hoch. So, ich will noch gucken, ob irgendwas im Wasser ist. Aber anscheinend nicht. Aber hier ist so eine Truhe. Ah nee, das ist nur ein Stück Holz. Tauche. Tauche. Ach toll. Sie möchte nicht tauchen. Dann nicht. Ach, guck mal, Mülleimer. Oh, recycelt. Okay. So, was ist das hier? Ein Ölfass. Ein Ölfass. Oh. Okay. Puff. Oh, da sind Pfeile. Schön.
Ein Ölfass. Oh, guck mal, ein Feuer. Ist da jemand? Neues Basislager entdeckt. Gucken wir mal. Oh, ich kann was Neues lernen. Kämpfer, Jäger oder Überlebender? Komm, Kämpfer. Was ist das? Bla, das brauche ich nicht. Okay, das ist doch cool. Da bin ich nicht mehr so leicht hörbar. Lautlose Landung. Ausweichkonter, bla. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder bla. Nein, das hatten wir ja schon mal. Oh, das ist ja cool. Hohlspitzgeschosse. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen und sich für eine tödlichere Wirkung beim Aufprall ausweiten. Toll. Voraussetzung Granatab... Was? Granatenpfeilherstellung. Achso, das ist was anderes. Okay. Ja, wie stelle ich das jetzt her, diese Munition? Da war jetzt kein Mensch, ne? Keine Ahnung, aber vielleicht kommt das noch. Ich bin auf jeden Fall aufgewärmt. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Okay, wir müssen wieder klettern. Und das geht bestimmt kaputt. Und hopp. Oder auch nicht. Cool. La 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 la. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Das ist ja kacke. Okay. Oh, guck mal, sie taucht ja doch. Aber hier ist nichts, ne? Okay, das müssen wir wieder irgendwie zum Explodieren bringen. Was auch immer das ist. Und langsam müssen wir dann wieder aus dem Wasser steigen irgendwie. Na gut, guck mal da. Ich glaube, ich habe da was leuchten sehen. Oder auch nicht. Nö. Oh, da kommt dann Wasser raus. Ha. Oh nein, wir müssen hier wieder arbeiten. Okay. Wir müssen hier wieder arbeiten. Soll ich da jetzt einfach... Soll ich das einfach machen? Hier, guck mal, leg das mal hier so ab. Okay, dann schmeißen wir es einfach dahin. Und genau da drauf. Und... Boom. Oh mein Gott, oh, ich töte mich selber. Nicht gut. Egal. Mal gucken, wie viel Wasser da noch kommt. Aber guck mal, jetzt können wir da durch. Einfach da durchschwimmen, oder? Und wir kommen ins, keine Ahnung was, ins Nichts. So, oh, auf die andere Seite. Und das Wasserrad bewegt sich jetzt. Das ist nicht wunderschön. Oh, hier ist wieder sowas mit dem Ding hier, was ich wohl irgendwo hinschieben muss, damit ich hochklettern kann. Nur wohin schiebe ich das? Hm, dieses Floß. Was für eine Hilfe. Hm, dieses Floß. Hm, okay, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann.